die mit Arduino modifizierte E-Gitarre. Ein Projekt für die FH Trier, Studium Intermediales Design. Die Gitarre besitzt zwei Bewegungssensoren, ein Bluetooth-Modul und ein Arduino Uno Board. Es gibt zwei Kippschalter für die Elektronik, zwei Drehregler für den Tonabnehmer und ein Touchpad. Das Touchpad kann in X- und Y-Richtung bedient werden und steuert so zwei beliebige Soundparameter an. Der erste Schalter aktiviert das Arduino Uno und die Sensoren, der zweite beliebig das Bluetooth-Modul. Drehknopf 1 steuert die Lautstärke, der zweite den Klang. Auf der Rückseite befindet sich hauptsächlich der Schaltkreis für den Tonabnehmer, der für das Gitarrensignal sorgt, und die Batterie zur Speisung der Arduino- und Sensorplatinen. Hier aktiviere ich zunächst das Arduino-Board, das die beiden Sensoren mit Strom versorgt. Danach folgt das Bluetooth-Modul für die drahtlose Übertragung der Controller-Change-MIDI-Daten. Die Aktivität ist an den blinkenden Leuchtdioden erkennbar. Bei Bewegung der Gitarre in X- und Y-Richtung liefern die Sensoren MIDI-Werte auf der Skala von 0 bis 129. Rechts im Bild die sich ständig ändernden Werte live zu sehen. Jede Achse eines Sensors liefert Werte, für das Touchpad gilt das Gleiche. Thank you.